Hallo liebe Fabela Family, hallo liebe Zuschauer, hier ist Fabian. Herzlich willkommen bei Fabela TV Geschichten und Spiele. Ich bin mal wieder zurück mit einer neuen Chatgeschichte. Heute gibt es aber eine Geschichte aus der App Read It, weil die hat neuerdings auch deutsche Chatgeschichten. Und wir nehmen einfach mal die Geschichte Vorhersage. Eine Horror-Chatgeschichte von Elena Garcia. Und ich wünsche euch viel Spaß. David, bist du da? Hey Süße, wie geht es dir? Bist du schon vom Arzt zurück? Es ist nicht Sandra, es ist ihre Mutter. Hm? Was ist los? Nichts, entspann dich. Also, wo ist Sandra? Sie ist immer noch im Krankenhaus. Ich verstehe nicht. Wieso schreibst du mir, anstatt einfach zu warten, bis sie fertig ist? Ich muss dir etwas Wichtiges sagen und ich habe deine Nummer verloren. Ich habe gestern ein neues Handy bekommen und keine der Nummern waren gespeichert. Du machst mir Angst. Geht es Sandra gut? Nicht so gut, wie wir gehofft hatten. Scheiße, was ist denn los? Ich mache mir hier wirklich Sorgen. Etwas ist nicht mit ihrem Kopf in Ordnung. Was denn? Eine Blutung? Ein Tumor? Haben Sie herausgefunden, woher der Schmerz kam? Nicht wirklich. Deswegen wollen Sie sie noch da behalten. Sie wurde eingewiesen? Sie machen gerade ein Zimmer fertig. Sie hat angefangen, komische Sachen zu sagen. Was meinst du? Welche Sachen? Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Versuch es bitte. Sie sagt, dass sie die Zukunft sehen kann. Dass sie was sehen kann? Die Zukunft. Warum würde sie das sagen? Sandra ist eine sensible Person. Deswegen machen wir uns Sorgen um sie. Und deswegen will der Arzt sie für ein paar Tage hier behalten. Jesus. Kann nicht wahr sein, sie war heute Morgen in Ordnung. Sie ist der Auffassung, dass du sterben wirst und sie hört nicht auf zu schreien. Was meinst du, ich werde sterben? Warum sagt sie das? Entspann dich, David, dir wird nichts passieren. Der Arzt sagt, dass es Paranoia ist. Sie geben ihr Medizin, um sie zu beruhigen. Kann ich mit ihr reden? Nicht jetzt. Verdammt! Ich muss sie hören. Ich muss hören, dass es ihr gut geht. Es ist besser so für jetzt.
Wir müssen Ihren Prozess überwachen. Wenn sie mit dir spricht, wird es vielleicht schlimmer. Ich kann es nicht glauben. Der Arzt ruft nach mir. Ich muss gehen. Sag mir bitte Bescheid, was er gesagt hat, wenn es fertig ist. Natürlich, ich melde mich bald. 30 Minuten später. David? Hey, so, was gibt es Neues? Sie scheint sich entspannt zu haben. Sie haben ihr ein paar Injektionen gegeben und sie schläft jetzt. Es ist mir nicht gestattet, in den nächsten 2 Stunden zu besuchen. Ich werde versuchen, die Nacht hier mit ihr zu verbringen. Ich will nicht, dass sie sie ans Bett binden. Jesus, wie ist das alles passiert? Sie ist doch nur zur Kontrolle ins Krankenhaus gegangen. Eine Kontrolle aufgrund ihrer Kopfschmerzen. Glaub mir, ihr Vater und ich fragen uns das Gleiche. Ich muss los, ich schreibe dir später. Okay. 2 Stunden später. Liebling, ich bin es. Meine Mutter ist für ein paar Stunden rausgegangen und hat mein Handy hier gelassen. Sandra, Baby, was ist los? Ich weiß nicht, was ich noch glauben soll. Warum sagen Sie, dass du komische Sachen gesagt hast? Du musst das Haus verlassen. Verlass das Haus, Liebling. Frag nicht. Geh einfach. Ich habe gesehen, dass dich jemand umbringt. Was? Lauf, er ist fast da. Du machst mir Angst. Wer ist fast da? Kann ich dich anrufen? Nein, sie werden mich hören und es wurde mir verboten, mit jemandem zu sprechen. Du musst mir einfach vertrauen. Ich kann seit Tagen sehen, was passieren wird. Ich wollte nicht sagen, bevor ich mir nicht sicher war. Aber aus irgendeinem Grund kann ich die Dinge sehen, bevor sie passieren. Lauf, Baby, egal wohin. Hauptsache raus aus dem Haus. Er wird jeden Moment da sein. Liebling, was du siehst, macht nicht wirklich einen Sinn. Bitte, bitte hör mir zu, Liebling. Ich glaube, es ist jemand von deiner Firma. Ruf die Polizei und hau ab. Beruhig dich, niemand kommt hierher. Wieso sollte mich jemand aus meiner Firma umbringen wollen? Erinnerst du dich, dass neulich mehrere Millionen von der Firma geklaut wurden? Natürlich erinnere ich mich daran. Sie untersuchen es immer noch. Ich bin mir sicher, dass es der Kerl ist, der das Geld gestohlen hat. Und was hat das mit mir zu tun? Du hast den Beweis. Sandra, du machst mir gerade wirklich Angst. Warte.
weiß nicht, warum ich nicht schon vorher darüber nachgedacht habe. Ich glaube, ich kann dich überzeugen. Du bist in der Lounge, nicht? Ja. Was ich jetzt sage, könnte ich nur wissen, wenn ich da wäre. Okay? Okay? Richtig. Hol dir einen Stift und Zettel zum Schreiben. Ich habe welche hier. Schreib etwas. Was meinst du, etwas? Schreibe, es tut mir so leid, Sandra, weil das ist, was du sagen wirst, wenn du realisierst, dass ich die Wahrheit sage. Okay, erledigt. Du hast es mit dem Stift geschrieben, den mein Onkel dir gegeben hat. Ja, aber das war einfach. Ich benutze den immer. Du hast recht, das ist nicht genug. Lass mich nachdenken. Als du nach Hause gekommen bist, hast du einen blauen Ordner getragen. Ja, jetzt machst du mir Angst. Der Name ist Konten und Akten. Wie zur Hölle weißt du das? Ich habe es dir die ganze Zeit gesagt. Ich kann sehen, was passiert, bevor es passiert. Als du nach Hause gekommen bist, hast du es auf den Holztisch gelegt und es ist immer noch da. Ist das ein Witz? Falls es das ist, hör sofort auf. Es ist nicht mehr lustig. Ich wünschte, es wäre ein Witz, Liebling. Der Ordner enthält etwas, das er will. Ich bin mir sicher, dass was auch immer er sucht, in diesem Ordner ist. Es muss etwas da drin geben, was ihn verraten kann und deswegen will er ihn zerstören. Jesus, ich glaube, ich weiß, was es ist. Du musst da raus. Wenn du Glas in der Küche brechen hörst, ist er schon da. Scheiße, ich hab's gerade gehört. Lauf, Liebling, versteck dich. Er hat eine Waffe und wenn er dich sieht, wird er auf dich schießen. 30 Sekunden später. Ja, ich habe geschafft, mich in einem Schrank zu verstecken. Oh mein Gott, ich hoffe, das reicht. Ich kann Fußstapfen hören. Beweg dich nicht, bitte. Was auch immer du tust, bleib da. Entspann dich, ich gehe nirgendwo hin. In meiner Vision warst du bereits tot. Er hat dich schon erschossen. Ich hoffe, das ändert die Dinge. Ich kann hören, dass er Türen und Schränke aufmacht. Ich glaube, er sucht nach dem Ordner. Ich kann ihn sehen, Liebling. Die Visionen sind zurück. Scheiße, ich habe Todesangst. Das ist wie ein verdammter Albtraum. Er hat gerade realisiert, dass er auf dem Tisch ist. Er hat aufgehört,
in anderen Orten danach zu suchen. Ja, du hast recht. Ich kann ihn nicht mehr hören. Er hat den Ordner gefunden und er nimmt die Anlagen heraus. Ich kann sein Gesicht sehen. Wirklich? Wer ist es? Es ist John, dein Kollege. Jetzt macht alles Sinn. Er ist verantwortlich für die Konten. Er wurde untersucht, aber keiner konnte etwas finden, um zu beweisen, dass er es war. Ich glaube, er hat bereits gefunden, wonach er gesucht hat. Er hat ein Blatt Papier gefaltet und in seine Tasche gepackt. Gott sei Dank. Bleib da, geh nicht weg, bevor ich es dir sage. Er geht durchs Haus. Okay. Er ist zurück im Wohnzimmer. Schaut wieder durch die Dokumente. Er hat den Ordner zugemacht und ihn unter seinen Arm gepackt. Ich glaube, er nimmt sie mit. Scheiße, ich hoffe, er nimmt es und verlässt das Haus. Ich habe das Gefühl, dass ich eine Panikattacke habe. Ich kann nicht atmen. Halte durch, Liebling. Ich glaube, es wird nicht lange dauern. Er hat gefunden, wonach er gesucht hat. Gott sei Dank, er verlässt das Haus. Ich kann ihn auf der Straße sehen. Geh langsam aus deinem Versteck. Mach keinen Ton. Oh, ich genieße dies keine Sekunde. Okay, Liebling, alles ist vorbei. Meine Beine zittern. Ich kann nicht glauben, dass du okay bist. Das war schrecklich. Ich weiß, furchtbar. Scheiße, nein, er kommt zurück. Was? Komm zurück, renn nach oben. Dieses Mal findet er dich, es sei denn, du tust, was ich dir sage. Versteck dich auf dem Balkon. Sekunden später. Ich bin hier auf dem Balkon. Beweg dich nicht, er kommt nach oben. Drück dich so gut, wie du kannst, gegen die Brüstung. Mir ist schwindelig. Du weißt, wie sehr ich die Höhe hasse. Ich weiß, Liebling, aber du musst so nah wie möglich herankommen, sodass er dich nicht sehen kann. Falls du es nicht tust, kann er dich durch die Vorhänge sehen. Okay, wenn ich mich noch einen Zentimeter bewege, falle ich runter. Oh mein Gott, ich hatte gerade noch eine Vision. Ich hoffe, es ist eine gute. Ich habe große Angst. In einer Stunde wird das Haus voller Polizei sein und die Umgebung wird abgesperrt sein. Warum? Weil du tot sein wirst. Was? John war den ganzen Tag in dem Haus. Er hat dich die ganze Zeit beobachtet. Deswegen weiß ich, was du getan hast. Was meinst du? Es ist unglaublich, dass du diesen Scheiß geglaubt hast. Ich dachte, du wärst schlauer als das. Ich wette, du hättest nicht geglaubt, dass ich herausfinde, dass du deine Sekretärin gefickt hast. Sandra, ich... Sie werden eine Notiz finden, auf der "Es tut mir so leid, Sandra" in deiner Handschrift steht.
und alle werden denken, dass du Selbstmord begangen hast. Was? Und ich werde mit John davonrennen und die Millionen ausgeben, die er gestohlen hat, wofür du verantwortlich gemacht werden wirst. Es ist unglaublich, wozu ein Computerprogrammierer imstande ist. Ich hoffe, du magst meine Vorhersage. John muss den Job nur mit einem kleinen Schubser beenden. Ich werde dich nie wiedersehen, du Hurensohn! Wow, liebe Zuschauer! Mit diesem Ende hätte ich niemals gerechnet. Ich hätte echt nicht damit gerechnet, dass die Sandra jetzt hinter allem steckt und das alles so toll geplant hat. Ich finde, das ist eine sehr, sehr intelligente Geschichte. Auch diese Sache mit dieser Notiz, ne? Also ich meine, dass er das vorher selber aufgeschrieben hat, was sie gesagt hat. Ich meine, ich hatte vielleicht am Anfang noch gedacht, irgendwie, ja gut, jetzt soll er irgendwas aufschreiben und sie errät dann, was er geschrieben hat. Okay, hat sich dann halt ein bisschen anders entwickelt. Aber ich hätte auf keinen Fall irgendwie damit gerechnet, dass das Ganze irgendwie eine fiese Falle war. Wem von euch ist es denn irgendwie anders ergangen? Habt ihr das sofort durchschaut, dass das irgendwie so ein abgekartetes Spiel war? Ich meine, okay, natürlich kann niemand irgendwelche Visionen haben und in die Zukunft sehen. Aber hey, es sind ja fiktive Geschichten, alles ist möglich. Also ich hätte mit diesem Ende nicht gerechnet. Ich fand, das war sehr intelligent geschrieben. Bitte schreibt eure Gedanken zu der Geschichte mal in die Kommentare. Tja, ist natürlich dumm gelaufen, ne? Für unseren David. Aber gut. Ich meine, er hat ja vorher auch irgendwie Mist gebaut und seine Sandra hintergangen. Gut, man muss mit den Konsequenzen leben, wie es so ist im Leben. Auch wenn es natürlich ziemlich krasse Konsequenzen sind, die natürlich auch nicht richtig sind. Aber wie auch immer, wie hat euch die Geschichte gefallen? Schreibt es bitte in die Kommentare. Ich danke euch fürs Zuschauen und morgen um 20 Uhr geht's weiter hier auf dem Kanal.